Ich bin zurück in einer Wohnung. Das stimmt so natürlich nicht ganz. Der Stasi ist ja in Australien. Und während dieser Zeit, dass er in Australien ist, darf ich seine Wohnung haben. Seine grosse Wohnung. Und das ist ein bisschen lustig, weil er ist ja seit einer Woche oder so weg. Und eigentlich könnte ich seit einer Woche in dieser Wohnung leben. Aber ich habe wie gemerkt, ich fühle mich überhaupt nicht wohl so in einer Wohnung. Irgendwie, es ist mega viel Platz und es hat mega viel Raum und man kann alles Mögliche machen. Und ich bin auch gerne da, es ist wieder okay. Aber manchmal bin ich da, und das war jetzt letzte Woche eigentlich fast immer so gewesen. Ich komme am Abend da an, ich koche mir irgendetwas, ich schneide vielleicht meinen Vlog und nachher gehe ich und schlafe im Bus. Weil ich habe irgendwie gemerkt, so, das ganze, die ganze Wohnungsgeschichte da, es ist mega komisch für mich, so das Gefühl. Also manchmal im Bus hatte ich auch eine Phase, wenn ich irgendwie allein war. Das ist mega schwierig. Und irgendwie in dieser Wohnung fühle ich mich völlig verloren, allein. Das ist unkomisch. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich so, wie merke, in dem halben Jahr, als ich im Bus gelebt habe, bin ich viel mehr verrissen gewesen. Ich hatte manchmal kalt und manchmal heiß gehabt, aber ich habe wie so, glaube, die Natur mehr gespürt. Und das ist da überhaupt nicht so. Also ich kann, wenn ich in dieser Wohnung bin, nicht beurteilen, ob es jetzt regnet draussen oder schneit oder warm ist oder kalt. Und ich merke so, das fehlt mir mega. Also ich bin irgendwie mittlerweile lieber in meinem Bus als in dieser Wohnung. Es braucht dann wirklich eine Angewöhnungszeit wieder. In dem halben Jahr ist irgendetwas passiert.